Ich bin Henriette und ich gebe zu, ich bin schwer beeindruckt. Ich hätte gedacht, dass hier irgendwie 3, 4 Leute sitzen und naja, jetzt 4, 5 mehr. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und mein Vortrag Computer und Robotik in Entenhausen steht so in der Tradition der donaldistischen Forschung. Das heißt, wir schauen uns die Berichte, die überlieferten Berichte aus Entenhausen an und ja, versuchen halt rauszubekommen, was da so alles vorgeht. Ich gebe zu, das ist jetzt so ein bisschen wie die Sendung mit der Henriette. Also es gibt jetzt irgendwie unendlich viele Bilder zu sehen. Ich habe es gerade noch mal versucht zu kürzen, aber ich meine, ich darf nichts mehr auslassen. Und ich finde, eigentlich enthalte ich euch eh schon viel zu viel vor. Aber ich hoffe, ich habe ein paar ganz interessante Sachen gefunden. Untertitel des Vortrages, wenn das denn weiterginge? Ja, mache ich gleich. Warte mal. So. Untertitel könnte sein Entenhausen, Mahnung und Vorbild. Das ist nicht von mir, das ist von einem donaldistischen Kollegen von mir. Da möchte ich mich nicht mit fremden Federn sozusagen schmücken. Ja, also Mahnung und Vorbild. Schauen wir uns mal an, was man da zu sagen kann. Die Berichte, das dürfte sicherlich sehr vielen bekannt sein, die kanonischen Berichte aus Entenhausen, die hat Karl Barks uns überliefert sozusagen. Er ist leider vor einigen Jahren gestorben. Und er ist aber ein... Ja, alle sagen, er ist der beste Zeichner und er hat die besten Berichte überliefert. Was ganz interessant ist, es wird natürlich jetzt gleich euch allen sicher bekannt um Daniel Düsentrieb, den genialen Erfinder, gehen. Und Karl Barks selber fühlte sich Düsentrieb eigentlich immer sehr verbunden, weil er selber auch Dinge erfunden hat. Und da gibt es eine ganz lustige Geschichte, und zwar hat Donald Duck mal ein Problem gehabt, und zwar ist ein Schiff gesunken und das musste er wieder heben und hat sich dann überlegt, sie füllen einfach Ping-Pong-Bälle in dieses Schiff und heben es damit. Und einige Jahre später gab es einen dänischen oder schwedischen Erfinder, der eine Schiffshebemethode mittels Styroporkügelchen erfunden hatte. Und darüber wurde in der Zeitung berichtet und unter anderem gab es dazu auch diese Abbildung. Und die Zeitung hat geschrieben, ja, das sei eben so ein ähnliches Prinzip. Und als der Erfinder dieser Styroporkügelchen-Methode diese Methode zum Patent anmelden wollte, hat man entschieden, nö, das gibt's doch schon, das ist doch schon beschrieben. Und das Patent hat er nicht bekommen. Kommen wir nun zu den Elektronengehirnen, wie es in Entenhausen heißt. Bei uns heißt das Computer. Aus dem Bericht Die Zugkatastrophe, da gibt es eine ganz interessante Sache, und zwar bahnt sich ein Zugunglück an und in Entenhausen ist man halt sehr klug und ruft um Hilfe per Fernsehen. Und zwar Professor Cosinus. Das Problem ist, der Professor ist eingeschneit und kann nicht helfen. Was sehr interessant ist, ist, dass er sagt, warum nimmt man nicht das Elektronengehirn vom Finanzamt, um der Bahn zu helfen? Das heißt, in Entenhausen scheinen die Ämter und Behörden sehr gut miteinander zu arbeiten, sodass man also den Rechner des einen für das Problem des anderen verwenden kann. Der Rechner des Finanzamtes kann aber leider nicht eingesetzt werden. Wie man sieht. Was ich sehr interessant finde, ist, dass man in Entenhausen mit relativ grobem Werkzeug an den Rechnern arbeitet. Hier unten sprich Bände. Andererseits natürlich dieser Pedalbetrieb stellt mich ehrlich gesagt immer noch vor ein mittleres Rätsel. Ich weiß nicht, was sie damit machen. Auf jeden Fall ein beeindruckender Großrechner, möchte ich mal sagen. So, eine zweite Geschichte, auch hochinteressant. Donald Duck, wie immer unzufrieden mit seinem Job, schwerst unterbezahlt, findet dieses Schild
dass das Elektronengehirn zur Berufsberatung zur Verfügung steht. Täglich 11 bis 12 Uhr. Wie man hier sieht, erst blechen, dann sprechen. Offensichtlich haben auch die Entenhausener Ämter ein leichtes Finanzierungsproblem. Aber Donald Duck ist natürlich schlau und wedelt schon gleich mit dem Geldschein. Also er weiß irgendwie, was Phase ist. Und er will sich jetzt also beraten lassen. Er sagt, wissen Sie, am liebsten würde ich Bankier. Naja, wer würde das nicht? Und die Maschine entscheidet also und wirft einen Zettel aus, auf dem steht, was der richtige Beruf für Herrn Duck ist. Straßenkehrer. Das begeistert ihn natürlich nicht so sehr. Und daraufhin zieht er das Fazit, dass eine Maschine ja sowieso nur ein Haufen Räder, Schrauben und Draht sei. Also von Mikroprozessoren spricht er nicht. Also vermutlich sind Entenhausener Computer, würde ich mal so sagen, doch eher so die grobmotorische Sorte von Computern. Elektromechanisch, genau. Ja, es gibt Röhren, sieht man ja eine ganze Menge auch immer bei denen. Nein. So, Donald ist dann nun ziemlich wütend und entscheidet sich, dass er jetzt einfach doch einen anderen Beruf ergreift und scheitert ziemlich auf seiner Mission und kommt zum Schluss mit einem Eisberg nach Entenhausen zurück. Und das kommt den Herren vom Rechenzentrum gerade recht, denn das Elektronengehirn hat sich heiß gelaufen. Und Donald macht dann eigentlich am Ende doch noch ein gutes Geschäft. Er verkauft ihnen nämlich den Eisberg, damit sie ihr Elektronengehirn kühlen können. Die nächste Geschichte ist ein bisschen ähnlich. Zwar lässt sich Donald Duck auch wieder, lässt seine Gehirnwellen messen, um herauszubekommen, was der geeignete Beruf für ihn ist. Hier sehen wir auch, wie das funktioniert. Die Wellen treffen auf ein Empfangsgerät, das ihren Talentkoeffizienten anzeigt. Das geht dann so, offensichtlich mit Geräusch verbunden. Und das Ergebnis ist 11,5. So, und wie wird das ausgewertet? Ganz einfach. Die Begabungszahl muss in den Berufseignungstabellen nachgeschlagen werden und dann soll der richtige Beruf rausgefunden werden. Es ist nun so, das möchte ich euch nicht vorenthalten, das Problem ist, dass auf der Anzeige zwischen der 11 und der 5 sich eine Fliege niedergelassen hatte, was der Professor aber nicht gesehen hat. In Wirklichkeit war der Koeffizient nämlich 115. 11,5 entspricht dem Detektivberuf, was die Neffen von Onkel Donald natürlich ganz toll finden. Und sie versuchen nun den armen Donald immer zu überreden, dass er doch Detektiv werden soll. Und Donald hat aber schon seinen Traumberuf gefunden, er ist nämlich Schlangenbeschwörer. Das Ganze führt dann noch zu ziemlich wüsten Verwicklungen und am Ende stellt sich also raus, der Professor bemerkt dann, oh, da saß die Fliege dazwischen, in Wirklichkeit war es 115 und sagt den Neffen dann, eigentlich müsste euer Onkel der berühmteste Schlangenbeschwörer der Welt sein. Worauf die natürlich ziemlich in Ohnmacht fallen, weil sie finden das nun wirklich nicht toll, weil das ist auch echt kein Angeberberuf, mit dem sie sich brüsten können, dass ihr Onkel ein toller Schlangenbeschwörer ist. Gut, also das sind so die Tücken, die schon damals, also das sind Berichte etwa so aus den 50er, 60er Jahren, die Tücken, die damals schon aufgetreten sind. So, hier kommt eine weitere Sache. Ein Herr von der Panzerknacker AG, auch immer wieder erstaunlich, dass die Aktien gesellschaftsmäßig organisiert sind, spricht Herrn Düsentrieb wenig sanft an und sagt, hey du Eierkopf, du musst was für mich erfinden, damit ich intelligent werde. Er ist nämlich gerade von seinen Kumpanen rausgeschmissen worden, weil er zu dumm ist. Herr Düsentrieb weiß selbstverständlich Rat und steckt den Panzerknacker unter die Haube, nämlich einer Maschine, mit der man Menschen intelligent machen kann. Wie man sieht, es funktioniert hervorragend. Er sagt, plötzlich kann ich sogar rechnen. Und gerade wegen Rechnen bin ich 4 Jahre in der 3. Klasse gewesen. Und man sieht, 2 plus 2 gleich 4, 4 minus 1 gleich 3. Es funktioniert, es haut hin, es geht. Die nächste Geschichte
Das dürfte einigen bekannt sein. Ich habe das, dieses Bild irgendwie schon mehrfach im Club-Kontext immer mal wieder aufgehangen. Das Problem ist zu schwierig für meinen Verstand. Ich werde mein Elektronengehirn befragen, sagt der Großbankier Duck. Wir sehen, der hat da einen echten Schrank von einem Rechner stehen. Offensichtlich mit, das dürften wohl Magnetbandspulen sein, die sich da dran befinden. Und dieser Rechner hat also durchaus beachtliche Ausmaße. Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur. Was ganz interessant ist, ist, dass der Herr Duck offensichtlich auf einer Kiste stehen muss, um überhaupt an die Tastatur ranzukommen, was einen ja, sozusagen donaldistischen Kollegen von mir zu der Vermutung veranlasst, es handele sich dabei um einen Gebrauchtrechner. weil der Herr Duck ist ja auch bekannt für seine Sparsamkeit, also dass er sich jetzt extra einen Rechner hat anfertigen lassen oder bauen lassen, man weiß es nicht. Also ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass er einfach ein Gebrauchtmodell genommen hat. Ja, ja. Also ich habe auch den Eindruck, da hatte auch jemand Spaß am Gerät mit den Kreuzchen und Kullern und so, genau. So, also so funktioniert dieser Großrechner. Jeder Knacks kostet 200 Kilowattstunden. und die Antwort steht auf dem Zettel. Die allerdings fällt, wie ich persönlich finde, reichlich frech auf, nämlich: Sie brauchen einen neuen Zwicker, Herr Duck. Dreimal haben Sie verkehrt getippt. So, groß. Und bei diesen Rechnern, die wir gerade gesehen haben, würde ich vermuten, dass es sich um den Großraumcomputer Marke Alleswisser handelt, den wir hier haben. Der wird auch befragt, wie man sieht, per Tastatureingabe auch wieder. Und dieser Rechner, auch interessante Form des Berechnens, der oben also Krix, Krax, Krux sagt, statt Karank. Und die Ausgabe erfolgt hier allerdings, also die Antwort erscheint hier, wie es aussieht, auf einem Display. Also es könnte durchaus sein, dass auch man die Rechner dann weiterentwickelt hat. Ich kann das selbstverständlich nicht beweisen, weil das sind so die einzigen Bilder, die es da in der Richtung gibt von diesen Großrechnern. Aber ich werde das auf jeden Fall noch mal weiter erforschen. Okay, ich habe dann mal so ein bisschen geguckt, was 1957, das ist so die Zeit, wo die Berichte herkommen, bei uns so en vogue war. Und das wäre zum Beispiel ein IBM-Rechner. Man sieht, in Entenhausen war man immerhin fortschrittlicher. Da brauchte man nicht noch extra jemanden für die Dateneingabe, sondern da war das schon alles integriert in einem großen Gerät. Das hier ist ganz besonders interessant. Ganz offensichtlich hat Herr Düsentrieb nämlich den ersten Laptop erfunden. Interessanterweise, bitte? Interessanterweise auch hier erfolgt die Antwort wieder per Zettel- oder Kartenausgabe. Und Dagobert Duck ist auch sehr zufrieden mit der Antwort, aber er stellt natürlich genau die Frage, die wir alle stellen werden, nämlich: Wie sind die technischen Innereien dieses fabelhaften Computers? Überraschung? Es ist der kleine Helfer. So, kommen wir zu den Robotern. Das ist eine schöne Geschichte über Roland den Roboter. Herr Düsentrieb hat nämlich einen Roboter erfunden, der Gedanken lesen kann. Schön sind natürlich hier immer die Details, also Werkzeug für große Erfindungen, Werkzeug für kleine Erfindungen. Der kleine Helfer, auf den komme ich, jetzt komme ich am Ende des Vortrages noch, da hinten rechts, drauf achten, der greift also nach diesem Kabel oder was immer das ist und kriegt erstmal ordentlich einen verpasst von diesem Teil. So, und Herr Düsentrieb hat entwickelt ein Sendemützchen, damit er seine Gedanken an den Roboter übertragen kann. Und sagt, also jetzt bin ich durstig, ich hätte gern ein Glas Wasser. Der kleine Helfer rechts, wie man sieht, kann sich selber reparieren. Also seine zerknitterten Gliedmaßen kann er wieder in Ordnung bringen. So, das funktioniert auch ganz wunderbar. Der Roboter läuft los und holt dann das Glas Wasser.
Also man sieht, es funktioniert. Dann überlegt er sich, wenn jemand diese lästige Brummfliege verscheuchte. Was ich ganz interessant finde, ist, dass der kleine Helfer das auch versucht mit dieser Pistole. Die Fliege setzt sich dann auf diesen Düsentriebs Wange. Ihr könnt euch denken, was passiert, nämlich genau das. Was Herrn Düsentrieb, das ist jetzt aus einer anderen Geschichte, aber er sagt etwas sehr Richtiges. Das beste Werkzeug ist ein Tand in eines tumben Toren Hand. Was sicher korrekt ist. Also wie gesagt, das ist aus einer anderen Geschichte. So, die Monsterstadt. Auch eine sehr, sehr, sehr interessante Sache. Daniel Düsentrieb schaut sich an, wie denn das Leben in Entenhausen so ist und dass man das ja alles eigentlich verbessern könnte, und zwar durch Automatisierung, und zwar radikale Automatisierung. Das führt zu verschiedenen Problemen, zum Beispiel, dass die Kinder sich unheimlich langweilen, weil nämlich ihr Spielzeug von alleine spielt. Und wer selbstverständlich auch Probleme bekommt, ist Dagobert Duck, der nämlich einen Roboter vorgesetzt bekommt, der die gesamte Arbeit macht. Und Herr Duck sagt, ich habe überhaupt nichts mehr zu tun und jetzt langweile ich mich, also das ist Mist. So, und Herr Düsentrieb wird an allen Ecken und Enden mit diesem Problem konfrontiert, dass alle sagen, jetzt, wir wissen überhaupt gar nicht mehr, was wir machen sollen. Die Roboter nehmen uns ja alles ab, wir langweilen uns, dieser Zustand soll geändert werden. Und Herr Düsentrieb ist verständnislos. Aber sein kleiner Helfer löst das Problem, und zwar indem er einen Roboter baut, selber baut, der kleine Helfer. Und der Roboter sagt also, Herrn Düsentrieb, setzen Sie sich, mein Herr, ruhen Sie sich aus. Ihre Arbeit mache in Zukunft ich. Und Herr Düsentrieb hat nun genau das Problem, was alle seine Mitstadtbewohner sozusagen auch haben, dass er ja gar nichts mehr zu tun hat und daran kann er sich nicht gewöhnen. Und darum wird Herr Düsentrieb zum Hacker. Und wie der Roboter ganz richtig ganz zum Schluss noch bemerkt, Sie zerstören mir das Rechenzentrum. Womit dann Entenhausen wieder sozusagen den alten Gang und gewohnten Trott geht. Eine weitere sehr interessante Entwicklung, allerdings nicht von Herrn Düsentrieb selbst, sondern von einem Techniker, der sich in die Wüste zurückgezogen hat, sind diese beiden Roboter, die Herrn Düsentrieb retten, als er in einer Notsituation ist. Ein weiterer Roboter, den es gibt, das ist ein großer Roboter, der für Filmaufnahmen gebaut wurde und der für diese Filmaufnahmen Häuser zerstört. Und wie man sieht, selbst Herr Düsentrieb sagt, so eine Erfindung habe ich noch nicht gemacht. Wie soll es anders sein? Es kommt zu einem Unfall, der Roboter läuft amok und der Einzige, der helfen kann, ist das kleine Helferlein von Herrn Düsentrieb, der nämlich nach der lebenswichtigen Stelle sucht, dieser ja, ich weiß nicht, ob es eine rote Lampe oder was immer ist. Jedenfalls zerstört er diese Lampe und damit ist die Gefahr von Entenhausen abgewandt. Ja, Spam! So, das ist besonders interessant. Im 18. Jahrhundert, einer der ersten Roboter, der überhaupt entwickelt wurde, war eine mechanische Ente. Was euch aufgefallen sein wird, ist, dass es in Entenhausen nur menschenartige Roboter gibt, während es bei uns ganz am Anfang entenartige Roboter gab. Eine sehr interessante Parallelentwicklung von Entenhausen und der unseren Welt. Ich weiß nicht, welche Schlüsse man daraus ziehen kann, ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnt haben. Also sicherlich nochmal etwas für zukünftige Forschungen. So, Daniel Düsentrieb, hier voll in Aktion. Da habe ich noch eine sehr schöne, eigentlich ist er ein recht sanftmütiger Mensch, der auch sein Wissen teilt, seine Erfindungen vor allen Dingen immer viel zu billig verkauft, nie was verdient. Hier erleben wir ihn einmal, dass er unglaublich ungehalten ist, weil nämlich der mechanische Keksknabberer kaputt gegangen ist. Und er sagt, die Erfindungen sind einfach genial und eines Tages gehen sie einfach kaputt. Das kennen wir, das Problem. Und wenn man eine Maschine am nötigsten braucht, zerplatzt sie. Wie wahr, kann ich da nur sagen.
Und jetzt kommen wir zum sicherlich zur interessantesten und ehrlich gesagt, wenn man sich das so alles anschaut, auch am allerbesten funktionierenden Erfindung von Herrn Düsentrieb, nämlich dem Helferlein. Wie man sieht, der Kopf ist offensichtlich eine Glühbirne, das kann ich sogar beweisen. Er trägt witzigerweise Schuhe, das wundert mich immer so ein bisschen. Und er hat ein paar interessante Eigenschaften. Zum Beispiel, als sie in den Urlaub fahren, packt Herr Düsentrieb Kleidung ein und das Helferlein eine Ersatzglühbirne. Helferlein hat manchmal ein bisschen Stress mit Tieren, wie man links sieht, wo er sich mit einer Ente prügelt. Das geht dann so aus, dass seine Glühbirne kaputt ist und er darum zum Herrn Ingenieur geht, ihm Bescheid gibt und die Glühbirne wird ausgewechselt. Es gibt einen Bericht, da ist Herr Düsentrieb, hat ein Kraftmittel erfunden und er ist wahnsinnig stark. Und ihm passiert was ganz, ganz Unangenehmes. Er haut nämlich seinem Helferlein den Kopf kaputt. Und er ist aber so verzweifelt, dass er sagt, hier sind Ersatzbirnen für dich, Kleiner, ich verlasse die Stadt, das ist für alle das Beste. Wie man sieht, reißt er dabei gleich auch noch die Tür von dem Schränkchen raus. Der Helfer, das kleine Helferlein, kann aber tatsächlich sich selber eine neue Glühbirne dann auch einschrauben. Hier sieht man, da gehen die beiden mal essen, da machen sie sich einen schönen Abend und für den kleinen Helfer wird eine Batterie bestellt, damit er auch was zu essen hat. Was den Opa natürlich ganz zu Recht verwundert, der sagt, was man in unserem Beruf doch alles für Leute trifft. Gut. Hier, das ist eine sehr interessante Story und zwar, Herr Düsentrieb ist in der Wüste. Wir hatten das vorhin, als er von den Robotern auf dieser Trage getragen wurde. Er bricht also zusammen, weil er kein Wasser hat und er sagt, Wasser, Wasser, ich brauche Wasser. Und hier sehen wir, wie das Helferlein denkt, weshalb ich das auch etwas ausführlicher dokumentiere, das ist ganz spannend. Er sagt, also Helferlein weiß, Wasser, ich muss Wasser finden. Darum sucht er sich ein Transportmittel, weil er selber relativ klein ist und sagt, erhöhte Geschwindigkeit erforderlich. Das Kaninchen war eigentlich dann schon eine gute Wahl, aber Energievorrat scheint nicht ausreichend, weshalb er schlussfolgert, umsteigen auf Verkehrsmittel mit konstanter Leistung notwendig. Das findet er auch. Leistung konstant genug, aber Höchstgeschwindigkeit vollkommen unzureichend. Das Ganze geht dann weiter. Eigenleistung ebenfalls unzureichend. Batterien erschöpft. Er bricht dann zusammen und folgert, Chef hat recht, Technik versagt im entscheidenden Augenblick. Es bricht dann ein Gewitter los, was seine Rettung ist. Der Blitz schlägt nämlich in seinen Batteriekörper offensichtlich ein. Und so bekommt er also neue Energie. Und Einsatzfähigkeit wieder 100%ig und er stürmt dann also los, um weiter Wasser zu suchen, beziehungsweise hat sich natürlich mit dem Regen die Wassersuche dann auch schon so halb erledigt immerhin. Das hier ist ganz besonders interessant und zwar ist Herr Düsentrieb mit dem Helferlein auf dem Bauernhof bei Oma Duck und sie sagt, vielleicht mag er ein bisschen an den Magneten knabbern. Magnetismus ist ja fast dasselbe wie Elektrizität. Und was passiert? Herr, du meine Güte, er ist magnetisch. Das Problem ist nun, sie bekommen ihn ja auch von dem Magneten ab, aber er ist magnetisiert und verwüstet im Verlaufe dessen so ein bisschen den Hof von der guten Frau. Hier fliegen zum Beispiel die Krampen aus dem Zaunpfahl raus. Und wie sehr schön angemerkt wird, so alte Damen sind wirklich eine ernsthafte Gefahr für moderne Wesen. Das weiß doch heute jedes Kind. Der arme kleine Helfer läuft dann weiter über den Hof und wird von einem Radio angezogen, schafft es aber, sich davon zu befreien, fällt vom Tisch. Also dieses wirklich ein Wunder der Technik bezieht sich jetzt nicht darauf, sondern es bezieht sich eigentlich auf etwas, was woanders passiert. Interessanterweise haben wir aber hier den Fokus auf dem Helfer, der nämlich in eine Tonne mit Nägeln reinfällt. Und Frau Duck natürlich nur das Landleben gewohnt sagt, ein Stachelschwein.
wird aber sofort aufgeklärt von Herrn Düsentrieb, der sagt, Stachelschwein, das ist mein Kleiner. Und sie sagt, naja, da braucht man den ganzen Tag, um ihn jetzt von den Nägeln wieder zu befreien. Die etwas herzlose Antwort von Herrn Düsentrieb. Das geht ganz schnell, Oma Duck, ich brauche ihm nur den Kopf abzuschrauben. Kommentiert sie dann noch mit einem, nein, das können Sie nicht machen, das geht nun wirklich nicht, Sie gehen ihm ja ans Leben. Also man sollte allerdings halt, und die nächste sehr interessante Sache ist, das ist auch aus dieser Wüstengeschichte, dass Helferlein kombinieren kann, links vorne primitive Hütte, rechts hinten Kleinfabrik. Kurios. Er kann schreiben, ganz offensichtlich, denn er schreibt da einen Hilfezettel. Also sprechen kann er nicht, das wissen wir damit, ganz klar. Und, was besonders interessant ist, er spielt unheimlich gerne Dame. Mit dem Bernardiner dort unten. Und jetzt merkt er, er hat einen Fehler gemacht. Und der Bernardiner bekommt den letzten Stein. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Helferlein ganz offensichtlich schwitzen kann. Man sieht diese Tropfen, die von dem Kopf so abspringen. Nee, das ist nicht der Regen. Also das ist auch kein Regen, sondern das ist ein Wasserschlauch, ein Gartenschlauch, aus dem Wasser rausgerieselt kommt. Aber das ist tatsächlich so, dass ihm so offensichtlich vor Schreck oder Panik die Schweißtropfen von der Glühbirne springen. Wassergekühlt. Möglicherweise. Es gibt keine Hinweise unbedingt, dass das immer so sein müsste. Man weiß es nicht. Es ist halt schwierig. Es gibt immer nur so Fragmente sozusagen von Informationen, die man aus den Geschichten dann raussuchen muss. Das hier ist auch sehr interessant. Es gibt sehr, sehr viele Berichte, in denen Helferlein ein Problem mit Vögeln hat. Wir sahen das vorhin, als er sich mit der Ente prügelte. Ich vermute, dass das zurückzuführen ist auf dieses Erlebnis, als er nämlich auf dem Nestrand einer Störchin sitzt, die gleich mal zuschnappt und ihn ins Nest legt. Gott sei Dank kann Dagobert Duck ihn dann retten und zieht ihn dann unter dem Bauch der Störchin wieder hervor. Ich nehme an, dass das eine Art traumatisches Erlebnis war und dass er darum mit den Vögeln immer nicht so gut kann. Hier sieht man, dass er auch noch Sinn für Humor und Verkleidung hat. Auch dieses wunderbar mit Cowboyhut und dann auf einem Hasen oder Kaninchen. Und hier allerdings, das gibt es auch mehrere Berichte, wo er Brieftauben zähmt und mit denen dann durch die Gegend fliegt. Also zweifellos Helferlein eine wirklich funktionierende und auch ja, Helferlein hilfreiche Erfindung und damit vermutlich die genialste Erfindung von Herrn Düsentrieb. Das hier wäre so jetzt mein Abschluss. Alle Punkte auf meiner Liste sind getreulich erledigt und ordnungsgemäß abgehakt. Also alles in Butter. Wäre jetzt meine Frage, habt ihr noch Fragen? Ich wollte nur mal bemerken, dass Don Rosa eine Geschichte gemacht hat über das kleine Helferlein, die heißt Meine größte Erfindung. Ja. Und da stellt er vor, wie das Helferlein zusammengebaut wurde und so noch richtig, mehr. Richtig, das ist so eine ein bisschen eine Grundsatzsache. Ich sagte ja schon, dass wir Donaldisten uns an den Berichten von Karl Barks orientieren, die als kanonische Berichte angesehen werden. Und Don Rosa hat die Tradition der Barks-Geschichten fortgeführt und hat sehr viel erzählt, was in Barks-Geschichten nicht erzählt wird. Er macht es aber sehr gut. Er hat ja auch die Max Scrooge-Geschichte gemacht und sowas. Bitte, also welche Geschichte kannst du? Mein Leben, meine Milliarden von Max Scrooge, also von Dagobert Duck. Die Geschichte, wie er als Kind aufgewachsen ist. Ja, die Vorgeschichte. So ein bisschen inoffizielles Nachfolger von Barks, könnte man richtig, vielleicht. Okay. Richtig. Also er hat sich dessen sehr gewissenhaft angenommen. Ich muss sagen, dass ich die Don Rosa-Geschichten auch extrem gerne lese. Ich finde die ganz toll. Sind vom Detailreichtum mit Barks-Geschichten durchaus vergleichbar. Aber wie gesagt, es gibt halt die kanonischen Barks-Berichte und es gibt die Leute, die das zwar schön weitergeführt haben, aber eben nicht kanonisch sind. Ich kann aber beide auf jeden Fall empfehlen. Also wer sowas gerne liest, ist da bei Don Rosa auf jeden Fall gut aufgehoben. Das ist wahr, ja. Ich wollte nur anmerken,
Ich wollte nur anmerken, du hast Karl Barks ja erwähnt, dann finde ich auch, hätte Erika Fuchs erwähnt werden müssen, die kongeniale deutsche Übersetzerin der Duck-Geschichte. Ja, du hast selbstverständlich recht. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen mehr biografische Abrisse bringen. Ja, Erika Fuchs ist eine studierte Kunsthistorikerin und hat damals, als die Mickey Maus in Deutschland veröffentlicht werden sollte, hat sie es übernommen, die Geschichten zu übersetzen. Sie hat sie aber nicht nur übersetzt, sondern sie hat eben auch interpretiert und hat sehr viel eigenen Stil reingebracht. Also zum Beispiel dieser von Daniel Düsentrieb, kennt ihr alle, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Das geht, glaube ich, sogar auf ihren Mann zurück, der soll das wohl gesagt haben. Und es gibt dann halt diese, in der Wikipedia steht es, dann muss es ja auch stimmen, angeblich gibt es jetzt mittlerweile den Begriff der Fuchsismen, so Begriffe, die sie halt erfunden hat. Und sie liebt zum Beispiel Alliterationen in den Texten, in den Aussagen. Oder es gibt so diese ganzen Sachen wie zum Beispiel, mir fällt jetzt nur das ein und das ist ausgerechnet leider nicht von ihr. Und zwar wird da eine Schüssel mit ganz viel Zeug auf den Boden geworfen und daneben steht dann Klickeradoms, um dieses Geräusch zu beschreiben. Viele denken, das sei von ihr erfunden worden. Das ist aber tatsächlich von Wilhelm Busch. Es gibt aber noch viele andere von diesen Geräuschworten. Wie gesagt, ich habe neulich in der Wikipedia nochmal nachgeschaut. Also da steht, man würde das sogar Fuchsismen nennen. Müsste man eventuell nochmal ganz genau recherchieren. Aber Erika Fuchs auf jeden Fall kongeniale Übersetzerin und hat auch sehr viel durch ihre Übersetzungen die Charaktere auch geprägt. Die sind im Original, in den amerikanischen Originalen sind die Charaktere ein bisschen anders. Also sie hat da sehr viel Einfluss eigentlich genommen, so auf die Wahrnehmung, wie man das sieht. Übrigens auch bei den Donaldisten werden zum Beispiel auch nur die deutschen Texte zur Grundlage genommen. Also die amerikanischen, man macht Vergleiche, aber eigentlich für die wissenschaftlichen Arbeiten, die es natürlich gibt, sowas wie, warum tragen weibliche Enten Schuhe, dafür werden, ja, es ist so, Daisy Duck und Dorette Duck tragen Schuhe, während der Donald zum Beispiel gar keine Schuhe trägt, Dagobert Duck Gamaschen trägt und auch Gustav Ganz Gamaschen trägt. Es ist eine ungelöste Frage. Ich glaube, seit 15 Jahren fragt man sich, warum nur die weiblichen Enten Schuhe tragen. Bisher gibt es keine Lösung. Also man nimmt das Problem alle paar Jahre wieder auf, aber bisher haben wir es noch nicht rausbekommen, warum das so ist. Also falls jemand noch gute Anregungen hat, können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Für die weiblichen Enten meinst du, oder wie? Ach so. Interessant. Als Frau, du läufst ja normalerweise mehr auf dem Ballen und brauchst dann eben halt diesen Absatz. Und wenn du keine Schuhe anhast, fehlen die. Ja. Und dann würde das mit den Proportionen ja nicht mehr stimmen. Dann müssen die Entendamen automatisch etwas größer sein. Ah, verstehe. Vielleicht liegt es daran. Verstehe. Interessante These, ja. Ich werde das mal weitertragen auf jeden Fall, klar. Richtig. Und ich schätze, die Gamaschen wird er auch irgendwo gefunden haben. Er ist ja sparsam, man kennt ihn ja. Ja, genau. Es gibt übrigens sogar eine Geschichte, wo Donald Duck Schuhe kaufen möchte, ihm passen aber alle nicht. Und dann geht er schließlich mit Schuhkartons an den Füßen aus dem Laden. Möglicherweise hat man auch einfach in der Schuhindustrie in Entenhausen ein Problem, passende Schuhe zu entwickeln. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, habt ihr noch Fragen? Oder, bitte? Gute Frage. man beschäftigt sich halt mit diesen Berichten und es gibt einen Verein, der einmal im Jahr einen Kongress veranstaltet. Ja. Wunderbar. Es auch Vorträge gibt zum Thema. Entschuldigung, dass ich hier gerade reinzuhüße, aber da gibt es noch ein paar Kultübersetzungen von Frau Dr. Erika Fuchs. Sie muss man unbedingt kennen. Da hat Donald so einen Liebesbrief vor sich an Daisy und da schreibt er dann so rein, auf das mein Herz gar schmülze wie eine saure Sülze. Und dann noch so Sachen wie, mir kreist der Hut. Das hatte ich sich so selber ausgedacht, das stimmte mit den amerikanischen Übersetzungen nicht überein. Ja. Und das Flair und der Charme, der ist mit zu 60, 70% Dr. Erika Fuchs
Auf jeden Fall. Tote Tran, die hat das erst zu dem gemacht, was das wirklich war. Im Original ist das ähnlich wie bei Alf. Alf ist im Englischen eigentlich uninteressant. Erst durch Tommy Pieper wurde das gut und das hat Frau Dr. Erika Fuchs gemacht. Das sollte man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte noch eine halb ernste Frage in der Hinsicht, weil du hast da so schön gezeigt, dass diese Großrechner, die man da gesehen hat, recht ein Abbild der damaligen Technik war. War irgendwas, wo man sagt, sie haben was antizipiert, was dann kurze Zeit drauf gekommen ist, also irgendwelche Technik vorweggenommen, oder war es immer nur ein Abbild der damaligen zeitgenössischen Technik? Das ist eine Frage. Also man könnte es sicher so sehen, dass es Parallelentwicklungen bei uns und in Entenhausen gibt. Aber es gibt einen alten Streit, ob Entenhausen überhaupt auf der Erde beheimatet ist oder zu finden ist oder ob es sich dabei um eine Art Paralleluniversum oder in einem Paralleluniversum gelegenen Planeten, nämlich den sogenannten Stellar Anatium, also den Entenplaneten, handelt. Gibt es eine interessante Abhandlung von den Donaldisten, die kann man übrigens auch auf deren Website nachlesen. Also wer da Lust hat zu klicken heute, der wird da sicherlich ein paar ganz spannende Sachen finden. Also inwieweit da jetzt wer wem was nachgeahmt hat, möchte ich nicht beurteilen müssen, ehrlich gesagt. Das ist die Parallelentwicklung, also die Großrechner offensichtlich sind auch wie bei uns. Ja, sicher. Also, wie gesagt, die Frage ist auch nicht entschieden. Der Streit wogt auch bei den Donaldisten hin und her, wo denn Entenhausen nun zu suchen sei. Entschuldigung, ich wollte fragen, ob sich die Donaldistik auch mal mit dem Problem auseinandergesetzt hat, wie es zustande kommt, dass in Entenhausen auch Enten serviert werden. Das Enten was, bitte? Serviert werden. Ja, es ist vorgekommen. Zu Weihnachten isst man Gänsebraten. Ja, das ist durchaus aufgefallen, dass es da offensichtlich so kannibalistische Tendenzen gibt. Ja. Artgenossen essen. Und da gab es die Interpretation, dass eben die Enten und Gänse, also wie Gustav Ganz dort, Donald Duck Sonderheft, hat vielleicht jetzt jemand nicht mitbekommen, dass es doch mehr menschenähnliche Wesen seien und dass sie nicht ihre Artgenossen essen. Richtig, ja. Aber wie gesagt, ihr merkt schon, also am Anfang denkt man, es ist albern, aber man kann tatsächlich sich große, große, wichtige Fragen stellen und muss nach Antworten suchen. Aber wie gesagt, ich weiß es, zu Weihnachten isst man Weihnachtsgans und nicht Weihnachtsente. Ich meine, immerhin das. Ich hätte noch mal eine Frage zu den Texten. Und zwar ist mir aufgefallen, dass in einigen Neuauflagen die Texte abgeändert wurden im Vergleich zum Original. Und das eigentlich in einem Maße, das sich nicht durch den veränderten Sprachgebrauch erklären lässt. Ich habe das jetzt, was meinst du mit einer Neuübersetzung? Die Neuauflage jetzt, lustige Taschenbücher zum Beispiel. In den Originalausgaben der ersten Bände waren die Texte stark abweichend oder teilweise abweichend von den in den jetzt neu aufgelegten Versionen. Ja, das ist richtig. Wissen Sie, wieso das so ist? Weil das in einem Maße ist, den ich mir mit einem veränderten Sprachgebrauch eigentlich nicht erklären kann. Also es gibt einige Untersuchungen darüber. Man kann das auch in Johnny Grotes Index, im großen Karl-Barks-Index, da sind solche Dinge zum Teil auch nachgewiesen, wo Übersetzungen abweichen. Also die Geschichten sind auch häufiger nochmal neu übersetzt worden und da gibt es eine Menge Abweichungen. Also man staunt wirklich. Da gibt es aber auch Untersuchungen drüber. Also ich glaube, das wäre aber irgendwie, das jetzt bei einem Vortrag zu machen, ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aber da gibt es eine ganze Menge Abweichungen, ja. Die Donaldisten schimpfen da auch gerne auf den Verlag, dass die so schlumperig umgehen mit den kanonischen Texten und die sollten doch da mal ein bisschen besser drauf achten. Gut. Habt ihr noch Fragen, die ich wahrscheinlich nicht beantworten kann, weil ich glaube, jetzt wird es immer kniffliger. Das Veronkelungsproblem, auch nicht geklärt. Genau wie warum die weiblichen Enten nur weibliche Entenschuhe tragen, ist nicht ganz klar. Gibt es auch, wie ihr vielleicht auch wisst, es gibt auch zum Beispiel mehrere Entwürfe von Stammbäumen der Duck-Sippe. Auch da ist die endgültige Form noch nicht gefunden, wie übrigens auch der Entenhausener Stadtplan. Es gibt einen Forschungszweig innerhalb der Donaldisten, die sich
ausschließlich der Stadtplanforschung widmen, auch schon ein großes Stück geschafft haben, aber dann doch immer wieder vor Problemen stehen. Also zum Beispiel vor solchen Problemen wie, dass Donald Duck offensichtlich alle halbe Jahre umzieht und permanent neue Häuser bewohnt und so. Also da ist noch ein Wust an Problemen zu bewältigen. Also wie gesagt, ja, diese Veronkelungsthematik, das ist auch sehr, sehr schwierig. Ja, kann ich auch nicht beantworten, tut mir leid. Ich hätte mal eine Frage hier. Soweit ich gesehen habe, hat Donald keine Hose an, oder? Richtig, der trägt ja einen Matrosenanzug, ja. Also so eine Jacke eigentlich, nur so eine Matrosenbluse. Ja gut, ja. Aber wenn man meistens sieht irgendwelche Duschszenen oder so. Duschszenen? Oh, es gibt mehrere wunderbare Szenen in der Badewanne. Ja, also er liebt es zum Beispiel in der Badewanne zu singen. Aber da sieht man auch nicht wesentlich mehr, falls du darauf hinaus wolltest. Nein, aber wenn man dann meistens sieht, dass er da nichts anhat, fängt er an, rot zu werden oder macht sich dann ein Handtuch drum. Aber wenn man ihn so sieht, ist es... Sind gut, die irgendwie Nudisten oder ja, so? Ja, oder? Korrekt. Ja, aber ich meine, in der Öffentlichkeit ist er eigentlich... Ich überlege jetzt gerade, ob mir da was... Ich weiß gar nicht, ob er in der Öffentlichkeit irgendwie jemals so richtig nackt ist. Ja, aber es gibt mindestens eine Geschichte, wo er rot wird. Das ist wahr, ja. Ja, stimmt, das gibt es. Es ist auch die Theorie, dass sich dann halt die Enten auf Stella Natio eben im Wasser vermehren. Aber das ist, wie gesagt, sehr hypothetisch. Ja. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ist hier... Habt ihr noch Fragen? Über sein Alter? Über Onkel Donalds Alter? Naja, man kann es natürlich von dem Zeitpunkt abrechnen, wann der erste Bericht überliefert ist. Demnach müsste er aber, wie alt ist er jetzt, glaube ich, 65 oder 70, 75 Jahre? Habe ich jetzt gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt. 70, ne? So in dem Bereich. Also, aber immerhin, also was man ihm wirklich nur neiden kann, ist, er bleibt eigentlich ewig jung. Also von Knitterfalten oder solchen Dingen ist eigentlich nicht viel zu sehen. Weil im Endeffekt, wenn ich da jetzt irgendwelche Zeiten aus komplett Neues einfallen lasse, das führt ja alle Theorien wieder. Also Ehapa, die diese Comics ja veröffentlichen und natürlich steht dahinter Disney, die sind natürlich schon ziemlich rigide, weshalb mein Vortrag natürlich auch leider nicht in unserem Tagungsband ist, weil Disney hat das nicht so gerne, wenn man so Copyright umgeht und einfach so die Bilder verwendet. Ich habe das noch nicht ganz rausbekommen. Ich weiß nicht, ob ist eigentlich jemand von den Donaldisten, von den Berlinern da? Die waren nämlich so, die haben das nämlich auf ihrem schwarzen Brett, das ist so ein Forum, haben sie nämlich meinen Vortrag angekündigt und ich hatte gehofft, dass ich hier mal endlich einen von den Kollegen treffe sozusagen, weil ich nämlich von denen auch noch nie einen gesehen habe. Aber was ich mal eruieren muss, ist, ich vermute fast, dass die Zeitschrift der Donaldisten, also der Donaldist, die Fachzeitschrift, ne? Also die Datenschleuder der Donaldisten sozusagen, die müssen irgendeinen Deal haben, dass sie halt die Sachen einfach abdrucken dürfen, weil auch deren Publikation besticht durch eine erschreckende Flut von Bildern und wenig Text. Also es ist eigentlich immer so ein Bilderbuch, und was ganz großartig ist, weil man halt die Geschichten natürlich, ich meine, ich weiß nicht, ich lese, glaube ich, seit 20 Jahren oder 25 Jahren lese ich das und ich kann echt manche Sachen wirklich schon bald auswendig. Und wenn ich dann die Bilder sehe, kann ich auch sagen, ah, das ist die Geschichte und das ist die Geschichte. Es gibt da dann auch so Ratewettbewerbe, wo irgendein Bild gezeigt wird und dann muss man wissen, aus welcher Geschichte das stammt und so weiter. Also die Donaldisten sind ziemlich fanatisch. Ja, also... Enten-Nerds. Ja. 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 Das ist richtig, aber das würde man dann man schaue sich die lustigen Taschenbücher an, die kennt ihr sicher alle, diese kleinen Taschenbücher. Das sind ja, das sind alles italienische Zeichner oder zum großen Teil italienische Zeichner, die ziemlich viele Innovationen bringen. Und da gab es im letzten Jahr in diesem, also Donald Duck Sonderheft, gab es so eine 12-teilige Serie, die auf den Leserbriefseiten in diesem Heft für unglaublich viel Unmut gesorgt hat, weil das total anders erzählt war und ein völlig anderer Style so war.
die Geschichte zu erzählen. Und da haben die Leser alle gesagt, wie man nur so einen Schrott veröffentlichen könnte, das sei ihnen ja unbegreiflich. Diese Serie ist seit einem halben Jahr vorbei und es gibt da, die drucken immer noch Leserbriefe, dass die Leser das doof fanden. Also da gibt es schon Widerstände. Also es scheint ein gewisser Traditionalismus gibt es schon so in der Szene. Also ich persönlich bin halt auch Barks. Natürlich, Karl Barks hat die richtigen Berichte geliefert. Don Rosa hat sie schön weitererzählt und schön ausgeschmückt. Aber alles andere, also da kann man mir eigentlich ehrlich gesagt auch vom Leib bleiben damit. Das mag ich auch nicht. Also wie gesagt, man versucht, es wird immer mal wieder versucht, aber ich glaube, so richtig durchsetzen tut sich das nicht. So, und ich hätte... Karl Barks hat, glaube ich, etwas über um die 560 oder 650 Berichte gibt es. Ich habe eine ganz kleine inhaltliche Frage. Wie ist das eigentlich? Gibt es in Entenhausen auch Schulen? Denn die Neffen haben irgendwie durchgängig Ferien, aber lesen und schreiben können sie alle. Nein, selbstverständlich gibt es Schulen. Ja, klar, die drei kleinen Ducks, also Tick, Trick und Track, wenden auch eine Menge Kniffe an, um der Schule zu entgehen. Das geht dann so weit, dass Onkel Donald irgendwann mal von Beruf Schulpolizist ist und sie sich dann gegenseitig so ein Wettrennen liefern, wer so den anderen dann doch erwischt oder eben nicht erwischt und wer wem weglaufen kann und so weiter. Doch, Schulen gibt es. Es gibt ja auch Schulferien, in denen dann zum Beispiel man mit Onkel Dagobert dann auch gerne mal auf größere Reisen geht, etc. Gibt es dann auch irgendwie Schulgeschichten, also in denen die Schule wirklich vorkommt oder wird die dann immer nur erwähnt, indem sie vermieden wird? Nee, direkt in der Schule, gute Frage. Müsste ich mal nachschlagen oder dir empfehle ich dann Johnny Grotes großen Barks-Index, ja. Da ist alles drin. Ja, also doch, da gibt es wohl eine Geschichte, wo die so eine neue Lehrerin haben oder so und dann immer einer von denen in den Unterricht geht und sagt, der heißt dann Tick, Trick und Track und die wechseln sich irgendwie mal ab in der Woche oder so. Ah ja, okay, ist das eine Barks-Geschichte? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht, also außerhalb von Barks. Ja, sicher, das sowieso. Aber ich habe jetzt überlegt, ob es im Barks-Kontext, also es gibt mehrere Sachen, wo es sich um die Schule dreht. Müsste man einfach nochmal nachschauen. Also oder im Zweifelsfall auf dem schwarzen Brett der Donaldisten fragen. Meistens dauert es eine Stunde. Da gab es doch diese Geschichte, wo das und das vorkommt und nach einer Stunde antwortet schon jemand. Also die Leute haben ihre Materie echt komplett im Schädel. Also ganz ehrlich, da arbeite ich auch noch dran. Also alles kann ich auch nicht auswendig. Aber das ist verblüffend. Ja, es gibt den aktuellen, kann ich dir nachher mal zeigen, wenn du möchtest. Ich habe es natürlich dabei, das schlaue Buch, meinst du? Ja, das ist der diesjährige Kalender der Donaldisten. Die Donaldisten geben jedes Jahr einen Kalender raus, so einen Taschenkalender. Und dieses Jahr haben wir zu unserer Freude das schlaue Buch bekommen. Das Pfadfinderhandbuch des Fähnlein Fieselschweif, wo alles Wissenswerte zum Thema drinsteht. Womit übrigens auch bewiesen ist, dass es das schlaue Buch gibt. Ich habe nämlich meinen ersten Wikipedia-Artikel darüber geschrieben und wurde belehrt, über fiktive Gegenstände solle es hier keine Artikel geben. Aber ich kann es beweisen, dass es das gibt. Du redest hier von, hier vorne, ja? Von kanonischen oder sozusagen ja. Urtexten. Das hat ja so einen gewissen religiösen Anklang auch. Gibt es sowas wie Barks Apokryphen, also Dinge, die eine... deren Herkunft nicht so ganz gewiss ist, die von Barks sein könnten oder auch nicht und wo sich die Donaldisten noch drum streiten? Eigentlich nicht, weil Karl Barks ist, es war so, Disney hat die Namen seiner Zeichner nie veröffentlicht. Und Karl Barks, das, wenn man sich so ein bisschen so in der Materie umguckt, es wird einem sofort begegnen, dieses Zitat, es wurde immer gesagt, er sei der gute Zeichner. Und dann haben die Fans dieser Geschichten immer gesagt, wer ist denn der gute Zeichner? Und irgendjemand hat sich dann mal richtig akribisch auf die Suche gemacht und kam irgendwann dahinter, dass es Karl Barks ist. Und man hat dann sehr früh angefangen, die Fans haben ihm dann immer Briefe geschrieben und haben ihn ausgefragt. Und er war auch total kooperativ und hat unheimlich viel Auskunft gegeben über seine Geschichten. Konnte sich zum Teil Jahrzehnte später noch erinnern, welche Panels ausgefallen sind. Manchmal hat Disney auch Bilder gestrichen und so. Und von daher, also apokryphe Texte vermutlich nicht, also ich glaube, es ist alles gesichert. Es gibt einige Geschichten, die er dann selber, meinetwegen, wovon ihm die Idee war und was dann später jemand anders gezeichnet hat, sowas gibt es. Aber dass man sich jetzt streiten würde, meinetwegen bei irgendeiner bestimmten Story, wo man sagt, naja, das könnte Barks sein, aber ist nicht sicher, meines Wissens nicht, aber da kann ich mich auch täuschen, aber das ist eigentlich ziemlich klar. Jeder echte Fan wird natürlich auch sagen,
Ja, das sieht man doch an den Zeichnungen, dass das nur von ihm sein kann. Also von daher ist das eigentlich ziemlich klar. Also das Oeuvre ist fest. Ich habe mal in einem Mickey Mouse Heft Mitte der 90er Jahre einen Stammbaum gesehen. Basiert der auf Karl Barks? Gute Frage. Es gibt verschiedenste Stammbäume. Es gibt einen Dornrosa-Stammbaum, es gibt aber auch einen, ja, diesen Mickey-Maus-Heft-Stammbaum, die haben aber auch schon unterschiedliche veröffentlicht. Wie gesagt, also was... Ja, kann... Auf jeden Fall ist der, der ist sicherlich genauso wahrscheinlich, ehrlich gesagt, wie jeder andere. Also man, nichts Genaues weiß man halt nicht, besonders bei den schottischen Vorfahren dann, die so bis ins 13. Jahrhundert gehen, da ist es dann schwierig. Ja, also wer noch Fragen hat oder Anregungen, dann ich wusel hier auf dem Kongress immer rum, könnt ihr mich gerne ansprechen und dann kann man sich ja noch mal ein bisschen weiter über das Thema unterhalten. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, habe mich sehr gefreut, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank.